Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich gedacht, mache ich etwas zum Thema Fitness. Zuerst noch Gratulation an die Gewinnerin und an die Gewinner von der letzten Challenge. Ich habe wieder zwei Kategorien gemacht. U14, dort hat Silas gewonnen. U16 hat Anina gewonnen. Dribbling-Brille sind unterwegs zu euch. Die heutige Challenge wird wieder eine Team-Challenge sein. Das heisst, es geht darum, dass ihr alle zusammen mehr als 50 Körbe macht. Dazu dann mehr am Schluss. Heute habe ich aber gedacht, etwas zu Fitness. Das als eines von diesen vier Zielen, die ich jetzt probiere, mit diesen Videos ein bisschen auszubauen. So, dass wir das Training wieder aufnehmen können, dass ihr dort gestärkt seid. So wie es aussieht, können wir voraussichtlich im Juni wieder trainieren. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Fitness, könnt ihr euch vorstellen, ist sehr wichtig im Match. Und da gibt es eigentlich nicht so spezifische Übungen. Ich habe mir drei überlegt, die auch mit Korbau irgendwie zu tun haben und die so verschiedene Bereiche stärken. Als erstes eine Übung für den Rumpf, das ist so die Bauchgegend. Die könnt den Boden hocken für diese Übung. Dann einen Ball nehmen und den Ball, wenn es geht, so haben, wie dran würde schiessen. Und dann immer möglichst schnell links und rechts von euch am Boden töpfen und nach etwa viermal in die Luft schiessen, so als würde ihr einen Wurf machen. Füße immer in der Luft und nach etwa viermal so tun, als würdet ihr schiessen. Schön gerade rauf und wieder vor. Und so könnt ihr eben eure Rumpfmuskulatur stärken. Eine zweite Übung ist für die Schnellkraft. Könnt so auf den Ball nicht stützen. Dort auch, wenn es geht, ihn gerade so haben, wie ihr schiesset. Und wenn ihr noch nicht so viel Kraft habt, geht ihr einfach mit den Beinen näher zum Ball. Wenn, je mehr Kraft ihr habt, desto weiter könnt ihr weg. So aufstützen, nachher die Führergumpen und den Wurf nehmen. Nachher den Ball wieder nehmen, am Boden. So, Führergumpen und schiessen. Das ist für eure Schnellkraft, es ist auch gut für Koordination, für einen guten Ablauf vom Wurf. Und als letzte Übung für zur Stärkung von der Fitness ist ganz einfach hüpfen. Hier habe ich es ein bisschen probiert mit Korbau zu verbinden, indem ihr den Ball immer da oben habt. Und das macht es noch einmal anstrengender, weil dort die Hänge auch immer da oben sind. Also ihr könnt irgendetwas nehmen, eine Schuhe, und dort zum Beispiel während 2 Minuten hin und her hüpfen. Den Ball immer da oben behalten, ist auch im Match wichtig für die, die unter dem Korb spielen. Bau immer da oben. Gut, das 3 kurze und einfache Übungen für die Fitness. Die heutige Challenge sind Grundlinienwürfe. Und zwar habt ihr 2 Minuten Zeit und probiert so viel Körbe wie möglich. Die startet etwa 3 Meter auf der Grundlinie vom Korb weg. Schiessen, den Bau holen, auf die andere Seite schiessen, den Bau holen. Also eigentlich ganz einfach. Ist auch eine konditionelle Übung, Konzentration. 2 Minuten können sehr lang sein. Genau. Das Ziel ist, dass ihr alle zusammen mehr als 50 Körbe macht. Dann könnt ihr das Video wieder bis zum Donnerstag oben schicken. Und wenn es mehr als 50 Körbe gibt, überlege ich mir eine Überraschung für das erste Jugendtraining, wenn das auch irgendeine stattfindet. Gut, das war's gewesen. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.